Im Zusammenhang mit dem Klavierspielen, mit dem Metronom, mit dieser berühmten Doppelschlagtheorie nehmen Sie ja eigentlich eine ganz interessante Position ein, die ein bisschen, wenn man so will, zwischen den Stühlen ist. Auf der einen Seite haben Sie überhaupt mal Dinge in Frage gestellt, die man für sakrosankt hielt, bis vor wenigen Jahrzehnten eigentlich, glaube ich, war das relativ unbestritten, dass jedes Takt, Takt, Takt war ein Beat, war ein Viertel, ein Achtel, je nachdem, wie es definiert war. Sie haben die Möglichkeit einfach sehr genau analysiert. Kann es sein, dass das eigentlich die halbe Zeit immer nur ist? Und was für Auswirkungen hat das auf die Musik? Wo stehen Sie da jetzt in Ihrer Forschung und in Ihrer Praxis? Also grundsätzlich ist es so, dass eigentlich dieses volle Schlagverständnis, dass man das erzählt, eins, zwei, drei, etwas ist, was zu der Zeit, als das Metronom erfunden wurde, immer noch etwas ganz Selbstverständliches war. Also Sie können das in Lexika finden oder irgendwie. Das heißt, die Möglichkeit, dass die Leute das Metronom auch so verstanden haben, also dass sie auch ein Pendel besitzt und quasi den vollen Schlag gezählt haben, die ist realistisch. Ja. Gleichzeitig gibt es theoretische Erklärungen, wie das Metronom zu benutzen sei, und die sind also klipp und klar so, dass man eben jeden Tick zählt, was ja auch naheliegend ist, weil der Mälzel hätte leicht nur ein Ticken bei jedem vollen Schlag immer leiser haben machen können. Also, und das hat er nicht gemacht. Das heißt, es ist ganz klar, der wollte diesen Einzelschlag auch aus praktischen Gründen. Und zwischen dem bewegt sich das. Und es ist eine Erklärungsmöglichkeit, zum Beispiel bei den Werken von Beethoven sehe ich die also wirklich sehr realistisch, dass der wirklich das gemeint haben könnte, auch mit dieser Zwischenlösung, die ich vorschlage, dass es eigentlich darum geht, was für eine Dirigierbewegung jetzt eine Metronomzahl repräsentiert. Das ist einfach etwas, was musikalisch so gut funktioniert, dass ich also das wirklich nicht ausschließen würde. Plus es funktioniert natürlich mit den Vortragsbezeichnungen. Ja, genau. Die dann aber es ist mir bewusst, dass eine solche These wirklich im Spannungsfeld steht zwischen diesen auffallenden Häufigkeit von rasenden Angaben aus den ersten Jahren des Metronoms und der Tatsache, dass dieser Einzelschlag wirklich klar vermittelt wurde als die Art und Weise, wie das Metronom gezählt werden soll. Ja. Von daher sehe ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dieser Doppelschlag tatsächlich angewandt wurde, und sehe vor allem das musikalische Potenzial. Auf der anderen Seite, auf der theoretischen Ebene, sehe ich aber auch die Beschränkung dieser Wahrscheinlichkeit. Und unterm Strich ist es wahrscheinlich einfach nur eine Anregung zum Selberdenken, oder? Ja, und zur Auseinandersetzung mit der Tempofrage. Aber ich finde zum Beispiel eben nach wie vor bei der C-Dur-Fantasie von Schumann, dieser langsame Satz im halben Tempo funktioniert einfach dermaßen gut. Es ist pure Magie, was da passiert, wenn man das so spielt. Und das ist für mich ein gewichtiges Argument. Und natürlich, eben auf der theoretischen Ebene ist es schwierig, das direkt nachzuweisen, aber die musikalische Ebene, die ist auch da. Bei Chopin ist es auch so, bei den Etüden. Ja, es ist ein merkwürdiger Eiertanz auch zwischen irgendwie militärischem Gehorsam, dass man denkt, irgendwie, das ist der Drill, so muss das sein, und dem inneren freien Empfinden und dann eben auch bis hin zu Adnos, wo sie dann sagen, ja, die Zeitgenossen haben gesagt, das Ding hat eine Dreiviertelstunde gedauert, die muss ja irgendwie untergebracht werden, und entsprechend langsamer muss es gespielt werden. Das ist natürlich. Also Adnos ist eben auch diesbezüglich ein ganz anderer Fall, weil diese Dauer von 45 Minuten, die ist durch mehrere Quellen gesichert. Also da kann man also wirklich eigentlich nicht mehr sagen, dass es. Und das ist nicht da der Tatsache geschuldet, dass der Organismus manches wiederholt hat oder die Pausen dazwischen lange waren, die Leute geredet haben. Es gibt nicht den geringsten Hinweis, es gibt nur die größten Lobeshymnen auf seine Virtuosität. Und man muss sagen, dass es auch total aufgeht. Also es geht total auf. Natürlich geht es auf. Und es ist ja auch ein Choral als Thema. Also all diese Dinge sind Also wenn man bei Adnos, wenn man da die Details anschaut, also das setzt sich wie ein Puzzle zusammen. Trotzdem, also in dieser doch partikularen Welt des Metronomwesens, haben Sie da in den Wespennest gestochen? Bei vielen Leuten, ja. Und die umschwirren Sie jetzt mit welchen Vorwürfen? Ja,
Also zu langsam, zu schnell? Ja, also es gibt einfach Leute, die sagen, wir haben diese Erklärungen des Metronoms und alle wussten das, also was soll die Diskussion? Und es gibt andere Leute, die sagen, ja, also wie wollt ihr diese schnellen Czerny-Etüden spielen? Es muss so sein, dass alles halbes Tempo ist. Das sind so die beiden Positionen, die es gibt. Und, ja. Ein akademischer Streit, den der Künstler jedes Mal für sich neu so ein bisschen. Aber ich finde, schlichtet. Man kann ja ganz offen zugeben, dass es unterschiedliche Aspekte gibt. Also ich sehe für mich keinen Grund, mich in so eine dogmatische, fast ideologische Ecke da zu begeben mit dem. Also man kann doch das einfach anschauen und dann als Musiker immer noch das machen, was man dann gerne macht. Ja. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass die Zeit schneller geht? Das kann ich nicht beurteilen, aber was ich beurteilen kann, dass sie anders geht als vor 150 oder 200 Jahren. Ich würde jetzt mal sogar nur die eigene Lebensspanne zugrundelegen wollen. Wie meinen Sie dann? Haben Sie das Gefühl, dass das Leben oder dass die Zeit mit den Jahren schneller geht? Zum einen, dass man das Gefühl hat, es geht alles schneller vorbei? Oder gibt es auch eine Qualität der Zeit, dass man denkt, huch, das kann doch eigentlich gar nicht sein? Dass auch jüngere Leute schon sagen, hey, die letzte Woche ist doch noch gar nicht vorbei und es ist schon wieder Sonntag oder es ist schon wieder Mittwoch. Also für mich persönlich könnte ich nicht sagen, dass ich den Eindruck habe. Kein Akzelerationsempfinden? Nein, habe ich nicht. Auch nicht gegenüber Ihrer Jugend, Ihrer Kindheit? Eigentlich nicht. Nein. Sie seliger. Wie schön für Sie. Sehr herrlich. Es tut mir leid, aber vielleicht kann man sich dann umso entspannter mit Tempofragen befassen, wenn man das Gefühl hat, dass die eigene Lebenszeit eigentlich ganz gleichmäßig und in langem Pendel dahin schwingt. Toll. Und glauben Sie dennoch, dass es ein subjektiv anderes Empfinden gab? Liszt hat nun immerhin die Eisenbahn noch erlebt, er hat aber angefangen mit der Postkutsche, er hatte ja eine Art Wohnwagen, ne? Er ist ja richtig mit einem tollen Wohnwagen durch die Gegend gefahren. Trotzdem denke ich mir, Sternschnuppen sind genauso schnell vorbeigehuscht, wie sie es heute tun. Also es hat ein sicherlich extremeres, wenn man so will, Zeitunterschiedsempfinden gegeben. Kommunikation hat unendlich viel länger gedauert. Aber spielt das jetzt so eine große Rolle für das Empfinden von Musik? So wie beim Film, wenn ich das noch andeuten darf. Genau. Wenn Sie sich heute alte Filme aus den 50er Jahren angucken, die Kinder werden ungeduldig. Die sagen, hey, hier passiert ja nichts. Und die Älteren, die sagen, ja, das war so das Tempo, in dem man das erzählt hat früher. Und heute wird viel, viel schneller geschnitten. Das kommt den Leuten, denen die Zeit eigentlich zu schnell geht, auch zu schnell. Ich denke, ich meine, ich kann nicht beurteilen, wie jetzt jemand wie Liszt oder Beethoven so sich gefühlt hat hinsichtlich der Zeit oder des Tempos des Lebens. Aber was ich schon sehr naheliegend finde, dass es wirklich signifikant anders gewesen sein muss. Eben gerade aufgrund der Dinge, die Sie schon erwähnt haben. Wenn Sie damals etwas wissen wollten, dann gingen Sie an einen Ort, wo es eine Bibliothek gab und in dieser Bibliothek gab es ein Lexikon und dann schauten Sie sich das an. Heute tippen Sie das rasch rein und dann kommt das. Und ich denke, das muss ja einen sehr großen Einfluss auf das Alltagsleben, auf das Zeitempfinden haben. Wie es ist, kann ich nicht sagen, aber dass es ist, da bin ich eigentlich sicher. Auch wie wir vorhin schon angesprochen haben, mehrfach, also die ausgedehnte Reisetätigkeit von Liszt, wenn man sich vor Augen hält, was für unfassbare Strecken er immer wieder und immer wieder zurückgelegt hat. Die, gut, jetzt fliegt man nicht mehr, man ist lange geflogen, das war irgendwie alles gar kein Thema. Und das war eine Sache von Tagen, von Wochen, in denen man einfach auch gelebt hat, in denen man gealtert ist, in denen man alles Mögliche gedacht hat. Und das ist das andere, das Sie beschreiben. Vielleicht nicht notwendigerweise das Schnellere oder Langsamere. Sie haben all diese Atempo-Projekte gefilmt. Warum eigentlich? Das hat verschiedene Gründe. Zum einen wollte ich, dass die Leute irgendwie sehen, wer da am Werk ist. Also damit man sich wirklich einen Eindruck verschaffen kann. Es ging auch darum, gewissermaßen die Aufnahmen möglichst nahe an ein Live-Erlebnis heranzubringen, weil in meinen Augen das im Zusammenhang mit Tempo etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Also das langsamere Spiel lebt sehr stark auch von einer Live-Situation. Und
das war auch ein Hintergrund, warum wir das möglichst durch den Film möglichst nahe daran heranbringen wollten, dass einfach durch das visuelle Element noch etwas hinzukommt, was etwas von dem vermittelt, was im Raum passiert, wenn so eine Interpretation dargeboten wird. Das ist also keine Konzession an die Gewohnheit, dass die Leute sowieso nur noch YouTube gucken und alles im Film. Nein. Es gibt eine sehr interessante Bemerkung von Sergiu Celibidache, dem Dirigenten, der ja bekannt war für seine langsamen Tempi und dafür, dass er eigentlich keine Aufnahmen gemacht hat. Und er äußert sich in einem Büchlein über musikalische Phänomenologie sehr interessant zu diesem Thema und sagt, also das sind seine Worte, es gibt so viele, unendlich viele Obertöne, wenn ein Orchester spielt. Und ein Mikrofon nimmt nur 2/3 davon auf. Und darum geht es ihm so, dass wenn er eine Aufnahme hört, erscheinen ihm die Tempi, die im Moment perfekt passen, auf der Aufnahme um 1/3 zu langsam. Und ich weiß nicht, wie das ist mit den Obertönen, aber das hat etwas, weil wie die Stimmung ist nicht so da auf einer Aufnahme eines Raumes und so weiter. Und das ist auch ein Hintergrund, dass durch das Visuelle etwas von dem dazukommt, was das Mikrofon nicht ganz aufnehmen kann, einfach aus technischer Begrenzung. Ich fand das sehr faszinierend, diese Aussage von ihm. Das ist natürlich wundervoll, weil das einfach das total subjektive des Zeitempfindens auch nochmal unterstreicht. Denn man könnte ja leicht die Probe aufs Exempel machen, wenn man den CD-Spieler und den Videorekorder zur selben Zeit startete, dann gehe ich doch mal davon aus, dass CD und Video zum selben Zeitpunkt an ihr Ende gelangen. Ja, und dass es nicht natürlich so ist, dass das auf der CD noch ewig nachmehrt, weil es plötzlich so langsam erscheint. Das ist sicherlich nicht der Fall. Skurril. Dass sie ihr Tempo empfinden. Ja, dieser weitgereiste Schweizer Flügel ist ein moderner Steinway. Es hätte ja auch die Möglichkeit bestanden, jetzt auf einem Period Instrument zu spielen, zu gucken, darf ich vielleicht sogar den Bechstein benutzen aus dem Listhaus. Warum haben Sie sich dagegen entschieden? Das hat verschiedene Gründe. Also erstens ist die Instrumentenfrage eine sehr komplexe Frage. Also nur schon bei Beethoven. Ich habe eine frühe und eine späte Sonate eingespielt. Da hatte er 2 ganz verschiedene Instrumente. Die Frage, was waren das für Instrumente? Die Frage, war er zufrieden mit diesen Instrumenten? Hat das dem entsprochen, was er hatte? Diese Frage stellt sich bei Liszt auch sehr, sehr stark. Und es gibt immer dieses Wechselverhältnis zwischen Instrument und Komponist. Einerseits machen die Instrumentenbauer Entwicklungen, die die Komponisten beeinflussen, aber auch die Komponisten haben Visionen, die dann die Instrumentenbauer inspirieren, ein Instrument zu schaffen, das diese Visionen ausdrücken kann. Und diese Frage hat so viele Schichten, so viele Aspekte, dass ich in diesem Projekt einfach nicht den Schwerpunkt dann darauf legen wollte, sondern irgendwie eine gewisse Allgemeingültigkeit erreichen wollte, weil für mich die Tempofrage ganz klar auf einer grundlegenderen Ebene der Interpretation liegt als die Instrumentenfrage. Also wie auch die Artikulation zum Beispiel, das sind ganz, ganz grundlegende Dinge. Und es ist ähnlich vielleicht wie im Bach-Spiel. Da gibt es ja eine lange Tradition von Bach auf dem Klavier, obwohl allen klar ist, bei Bach hat es nie so geklungen. Aber dennoch, wenn Sie Aufnahmen hören von Andras Schiff oder von Angela Hewitt oder so, dann sind das natürlich Pianisten, aber Sie hören, dass diese Leute sich inspirieren lassen von den Erkenntnissen der historisch informierten Aufführungspraxis und dann etwas entsteht, was eine gewisse Allgemeingültigkeit hat, und das war mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Dennoch kann man sagen, dass also gerade wenn man von der historisch informierten Aufführungspraxis spricht, dass es eben weniger die Phrasierungsthematik ist, die ja bei Liszt auch eine ganz andere Rolle spielt als meinethalb jetzt noch in der Barockmusik, und auch nicht so sehr die Frage der Bögen, Darmseiten, Fraktion, sondern letzten Endes wirklich eine Tempofrage ist. Und dann ist, wenn man so will, ein exzellentes Instrument vorausgesetzt natürlich das nachgeordnet dem
Und ich meine, wenn ich sie Liszt spielen höre, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Liszt irgendwas dagegen haben könnte, dass das jetzt irgendwie mit diesem wunderbaren, kernigen, untergründigen Klang verbunden ist, was sie da gemacht haben. Aber es ist ein Thema, das mich sehr interessiert und das auch für zukünftige weitere Atempo-Produktionen wirklich sozusagen im Raum steht, ob das mal in diese Richtung auch gehen könnte. Mit Hammerklavier und allen. Zum Beispiel oder so, ja. Mhm. Aber das ist noch zu früh, jetzt darüber zu sprechen. Wir haben den Begriff immer wieder erwähnt, der bestimmt sozusagen den Geist und den Inhalt Ihres Projekts. Atempo ist ein musikalischer Begriff, der eigentlich auftaucht in einer Partitur, wenn irgendwo etwas verlangsamt oder verschnellt wurde und man dann quasi zu einer Art Ursprungstempo zurückkehren soll. Ist das richtig wiedergegeben? Und wenn ja, was bedeutet das im Kontext Ihres Projekts? Es bedeutet eigentlich genau das, also praktisch dem Ursprungstempo nachzugehen, das ein Komponist oder eine Komponistin im Auge, im Ohr, im Herzen hatte für eine Komposition. Und so, dieser Begriff erscheint mir sehr, sehr passend. Ja. Weil es hat etwas Absolutes, aber es hat auch etwas Relatives. Das ist irgendwie, ist etwas sehr Schönes. Geschickt. Sehr schön. Ja. Das leuchtet mir sehr an. Ja. Vielen Dank. Ja.